Hoho und hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zum Let's Play Adventskalender 2018, dieses Mal mit dem Nintendo Classic Mini. Hier sind 30 vorinstallierte Spiele drauf und das Gerät kam circa ein Jahr vor dem SNES Mini raus. Ich habe mir gedacht, dieses Mal nehmen wir dieses Gerät und mit einer kleinen Auswahl von vorinstallierten Spielen werden wir auch arbeiten, allerdings auch mit Spielen, die ich individuell gewünscht hätte, dass sie da drauf sind. Ich wünsche auf jeden Fall an dieser Stelle viel Spaß und ein frohes Weihnachtsfest. ...1988 von Capcom. Und hiermit, liebe Freunde, kommen wir zu einem meiner absoluten Lieblingsspiele. In dem Jahr 2000X. Blablabla. Wurden Roboter von Dr. Light gemacht, der auch Mega Man kreierte, um die bösen Machenschaften von Dr. Wily aufzuhalten. Wie auch immer, nach seiner Beseitigung baute Wily eigene Roboter, um Mega Man aufzuhalten. Und da ist er, Mega Man 2. Der erste Mega Man-Titel, den ich tatsächlich damals gespielt habe. Ich glaube so um die 90er rum. Wir gehen auch mal direkt rein, weil ich würde ganz gerne gucken, wie weit wir kommen können. So ein bisschen kenne ich noch die Sachen, wie sie sich gegenseitig aufheben und so. Und das Einfachste, aber trotzdem irgendwie Coolste ist Metal Man. Was wir jetzt mal machen, ist einen kleinen Trick ausprobieren. Jawohl, Vögelchen! Und ein super Soundtrack meines Erachtens nach. So, hier erstmal das E einsammeln. E ist ein Energy Tank. Den finden wir hier unten. Können wir jederzeit nutzen. Brauchen wir aber jetzt noch nicht. So, schnell durch. Boah, fies! Ein bisschen näher, dass wir das gespielt haben. Falls ihr den Soundtrack nicht vielleicht sogar von Smash Bros. Kennt oder so. Hier konnte man immer super Energie farmen. Weil diese, ja, wir haben immer Würmer gesagt. Also die Bohrer, die kommen hier durchgehend. Man wird auch mehrfach getroffen werden. Das bleibt gar nicht aus. Gerade hier auf dem Laufband. Aber das ist gar kein Thema. Dann holt man sich halt eben wieder neue Energie. So. Kurz eben warten, bis sie wieder spawnen. So. Nochmal. Und wieder voll. Weiter geht's. Yeah. Da oben wären wir erst später mit einem Zusatz-Item hingekommen. Aber das eine Leben, naja, ist nicht so wild. Clowns, da braucht man einfach nur die Räder wegschießen. Dann fallen die so runter. Weil die sind nicht in der Lage, selber zu laufen. Faule Clowns halt, ne? Oh, tschüss. Oh. Und wenn man den Clown abschießt, kommt das Rad trotzdem. So, schnell durch. Yeah. So, das E hole ich nicht, weil da kommen wir nicht wieder weg. So. Fieser Jump. So, den... Genau. Wenn wir nämlich auf der Plattform sind, werden die schneller. Und damit sind wir auch schon beim ersten Boss. Dr. Wily. Nein, ist natürlich nicht Dr. Wily, sondern Metal Man. Boah, komm schon, spring höher. Höher springen. Besiegt.
Ja, Metal Man gehört noch mit zu den einfachsten Gegnern. Oder das ist der einfachste Gegner hier. Aber ich finde irgendwie Stage, Musik noch mit am coolsten bei ihm. So. Mega Man get equipped with Metal Blade. So, wir machen natürlich Stage Select. Passwort brauchen wir jetzt nicht. Und könnten uns als nächstes jemanden aussuchen, wie beispielsweise Bubble Man oder Woodman. Wir machen Woodman. Woodman ist anfällig auf Metal Blade. Kann man sich ja denken. Also eine Klinge, die Holzstämme vielleicht kaputt machen kann. Und jetzt sehen wir, eigentlich sind hier keine Vögel, sondern Sterne. So. Und was auch gut ist, einfach mal das Metal Blade benutzen. Denn damit kann man in unterschiedliche Richtungen schießen. What? Kaninchen. Fieses. Und vor allem, man verbraucht so wenig mit dem Metal Blade. Das ist völlig overpowered hier in dem Spiel. Ist aber gar kein Ding. Nutzen wir trotzdem gerne. Zack, ist er weg. War doch mal getroffen worden, aber egal, wieder aufgeladen. So. Am höchsten Punkt einfach nur die Metal Blades abschießen. Oh, noch ein Fünfter? Okay. Das ist richtig super. Macht mir immer noch Spaß, das Spiel. Oh, jetzt kommen die Vögel. Das ist auch lustig. Wenn wir einen Vogel abschießen, dann kommt das Ei gar nicht erst an. Da müssen wir aufpassen. Boah, sonst kommen da die kleinen Vögel. Kommt noch einer? Nee, doch nicht. Cool. Hui! Boah, fies. Nur bei der Karotte getroffen. Gib her. So. Hier wieder runter. Yeah. Und hier wieder runter. Zack. Die können wir nicht abschießen. Da müssen wir darauf warten, dass sie im besten Fall über uns rüberspringen. Sehr schön gelaufen. Und da müssen wir aufpassen. Der hat nämlich ein Schild. Und das schießt er gleich ab. Und so. Das war's. Sehr cool. Mann, schon wieder ein Frosch im Hals. Das kann ja wohl nicht wahr sein. We get equipped with Leaf Shield. So, da haben wir Woodmans Waffe bekommen. Das ist ein Blätterschild sozusagen. Das brauchen wir für... Boah, lass mir die lügen. Weiß ich gerade nicht. Aber wir machen als nächstes mal Bubble Man. Das Level war auch recht cool, aber auch recht fies. Wir nehmen einfach wieder das Metal Blade. So, Energie. Weg mit dir, Frosch. Soundtrack ist so cool. Oh, da müssen wir aufpassen. Die fallen runter. Hui. Und ab nach unten. Die habe ich ganz vergessen. Mit dem Metal Blade können wir den auch die Schalen, wie wir sehen, abschießen.
Vorher prallt nämlich der Schuss von uns immer ab. So, hier runter. Pusch. Und jetzt haben wir hier Wall of Physics. Können höher springen. Und fallen langsamer. Aber das ist nicht unbedingt immer ein Vorteil. So. Warte mal, dorthin. Also wie gesagt, hier kann man auch wieder farmen, ne? Also, wenn man einfach nur hier die kleinen Schrimps abschießt. Da müssen wir aufpassen. Bloß nicht an die Stacheln kommen. Geht nämlich schneller, als man denkt. So, das war's schon wieder mit ihm hier, wa? Ah, nicht höher. Das war knapp. Weg mit dir. Oh, du Mieser. Kleiner Frosch. Energie. Ja, hier bringt dem das nicht viel. Zack, flupp. Und dann sind wir wieder drauf. Oh, oh, crap. Holy crap. So, da müssen wir aufpassen. Nicht, dass sie uns da irgendwie auf den Kopf fallen, wenn wir da irgendwie über eine Lücke springen wollen. Weg mit dir. So. Und darüber. Jawohl. Und schon sind wir wieder beim Boss. Richtig, richtig cool. Macht auch heute noch Spaß. Das war's. Voll anfällig auf Metal Blade. Ja, das ist so ziemlich die Geheimwaffe für fast jeden. Und flupp. So, jetzt haben wir Bubble Lead. Und... Als nächstes machen wir mal Flashman. Oder Airman ist eigentlich auch ganz cool. Ja, komm her. Wollen ja auch mal die Chance haben, dass wir sterben. Ist bei Flashman eher nicht so sehr der Fall. Bei Airman, das ist schon ein starker Level, sag ich jetzt mal. Aufgrund dieser hier. Da muss man nämlich immer schön aufpassen. Rüber. Ja, das macht nichts. So. Oh. Mit euch. So. Darf man natürlich wieder nicht von den Stacheln getroffen werden. Oh, und am besten... Oh, Leben fallen lassen. Am besten auch nicht von den Kleinen hier. So. So. Mal kurz gucken. Oh Gott, wo kommt der? Da. Okay, das sind so hier die Passagen, wo man leicht runterfallen kann. Boah, du wirst mich doch nicht mit Eiern mehr werfen, oder? Hat er vorgehabt. Genau gesehen. Jetzt kommt noch eins. So. Die können wir damit kaputt machen. So. Alles wieder voll. Und hier hinten runter. So, jetzt muss man von einem zum anderen jumpen. Das wird wieder ein punktgenauer Sprung.
Boah, knapp. So, die pusten einen weg. Wow, 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 wow. Alles voll. Hui. Einmal hier stehen bleiben, so. Ja, das lässt er nämlich genau da drauf fallen. Knapp. Ja, komm schon. Hier ist wohl. Glitscht er da immer wieder hin, ey. Oh, 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 oh. Aha. Richtig krass drauf. Nein! Oh, knapp. Oh, oh, oh. Oh, das war auch knapp. Ich sag ja, ich will dem Spiel die Chance geben, dass wir sterben können, aber wenn das Spiel die Chance nicht nutzt, ist das die Schuld vom Spiel. Komm her, Airman machen wir noch. Ich glaube, bei dem brauchen wir das Lift Shield. Jo, damit werden wir nichts. Oh, Mist. Zweimal, ciao. Bis dann, Airman. Hast du's gebracht, ey. Top Gegner. Jawohl. Und damit haben wir auch Airman besiegt. Oh, oh, was passiert jetzt? So. Eine Nachricht von Dr. Light. Item 2 completed. Also jetzt bekommen wir Item 2. Get your weapons ready. Mach deine Waffen fertig. So. Get equipped with Item 2. Jetzt haben wir Item 2 bekommen. Ich werde nochmal eben in eine Stage gehen. Quickman. Ja, gehen wir einfach mal in Quickman Stage, um das Item anzuschauen. Dann wisst ihr zum Beispiel, was damit gemeint ist. Weil das ist irgendwie so nichtssagend. Item 2. Aber das ist kein schlechtes Item. Hier, so, zack. Ist nämlich ein Jet. Und mit dem können wir dann so ein bisschen durchs Level fliegen. Draufgestanden und dann... Hui. Aber an dieser Stelle sage ich auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Kalendertag. Ciao.